Und wir müssen einfach nur hier rum. Gleich wieder rechts und wieder rechts. Und hier ist nur der Weg runter, der zu der Grube da führt. Na gut, dann führt kein Weg an dem Gesicht vorbei. Außer das Druckplattenrätsel. Aber ich bin jetzt auch neugierig, was das Gesicht überhaupt zu sagen hat. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es was zu sagen hat. Sonst würde es da nicht so komisch rumstehen. Das ist abgefahren, echt. Aber gut. Bitte, nicht schon wieder. Was denn? Mich schrumpfen lassen, um hier durchzugehen und dann... Euch wieder zu vergrößern, damit ihr den Weg versperrt. Darum seid ihr also hier. So ist es. Heißt das, ihr gehört nicht zu den Leuten des Kriegsherrn? Dem Schicksal sei Dank. Also wenn du den Weg versperren willst angeblich, dann sollst du einen Ticken größer sein, weil wir könnten einfach da rumgehen oder da rum oder über deinen Kopf klettern. Aber na gut. Haben die Leute des Kriegsherrn euch dies angetan? Sie haben mich in der Felsenfestung gefangen genommen. Dann brachten sie mich hierher und ketteten mich an. Manchmal beneide ich die Gefangenen in ihren Verliesen. Die Vergrößerung war bestimmt schmerzhaft. Und sie haben es immer wieder getan. Und sie verkleinerten mich, um ihre Heere passieren zu lassen. Schlammlaurer, Lehnsmänner, Slogs, alle sind hier vorbeigekommen. Sie behandeln mich wie das Tor, welches sie hinter sich schließen. Auf welche Weise haben sie euch verkleinert? Ich erinnere mich an zwei erstaunlich einfache Methoden. Entweder nahmen sie einen Stab der magischen Verkleinerung oder einen Würfel der magischen Verkleinerung. Mit Hilfe dieses Wissens ist der Erfolg in greifbare Nähe gerückt. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich dachte, er mag es nicht, geschrumpft zu werden. Aber gut, diese Würfel haben wir auf jeden Fall. Davon haben wir sogar eine ganze Menge. Die hier. Würfel der magischen Verkleinerung. Die haben wir bisher nur zweimal eingesetzt, um irgendwelche Feuer wegzumachen, die mich gestört haben. Aber gucken wir mal. Das scheint im Moment nicht zu funktionieren. Wie jetzt? Benutzen? Okay, dann den Stab. Das war auch nicht das Weihwarmblut, den Stab. Stab des magischen Verkleinerns. Scheint hier nicht zu funktionieren. Vielleicht hier? Oh, hier ist ein Feld, wo man keine Magie einsetzen kann. Das ist ärgerlich. Geht das vielleicht so? Es funktioniert nicht. Seid ihr sicher, dass ihr auf diese Art verkleinert wurdet? Die Erinnerung an die Schmerzen ist mir Sicherheit genug. Irgendetwas stimmt noch nicht. Ja, das antimagische Feld, aber wie kriegen wir das weg? Dafür ist das Druckplattenrätsel da. Na gut, also wir schieben mal den auf den. Dann schieben wir den hier auf die Druckplatte. Gehen einmal außen rum. Also ich versuche jetzt einfach mal alle vier Druckplatten zu betätigen. Und das dürfte es dann hoffentlich gewesen sein. So, alle vier Druckplatten sind... Oh, da sind ja Teleporter aufgetaucht. Okay. Eigentlich dachte ich eher, dass die magischen Fallen weggehen. Noch ein Teleporter. Machen wir mal ganz kurz hier eine Notiz ran. Da eins. Und eins. Ah, als Ausgang. Ja, ist noch kein sehr gutes System, aber so haben wir wenigstens ein bisschen Übersicht. Also wir sind da rein, sind da raus. Und wahrscheinlich, wenn wir da reingehen, kommen wir irgendwo hier wieder raus. Also gehen wir erstmal den Gang lang und heilen uns vorher. Und hier ist nur eine Druckplatte. Mal gucken. Und die macht gar nichts.
Nimm mal einen Stein und schmeißen den da durch. Geht nicht. Wie viele Steine brauchst du, um ausgelöst zu werden? Bestimmt 5. Hm? Nee, 3 reichen. Gut, dann hauen wir jetzt hier einfach mal ab. Mehr können wir hier ja nicht machen. Und wir hoffen einfach mal, dass die Wirkung ausgelöst wird, wenn was drauf liegt und nicht durch Aktivierung. Weil sonst wüssten wir jetzt gar nicht, wie oft wir da schon aufgetreten sind. Wir sind wieder hier. Na gut, also zuallererst sind wir in den da rein, aber von unten. Also in den hier waren wir gerade drin und sind da oben links rausgekommen. Jetzt gehen wir mal in den hier rein. Die kommen wirklich woanders raus. So, 2. Nein. Ich wollte nicht gehen, ich wollte nur die Maus hochscrollen und da 2a hinschreiben. Da ist wieder so ein ekliges Krabbelding. Wieder ein Tor zurück. Und das war's. Gut, uns gehen zwar langsam die Steine aus. Das wird wahrscheinlich gar nicht reichen. Aber testen einfach mal. Na komm. Nee, es reicht nicht. Also müssen wir einen von unseren 3 Blöcken benutzen. Was gar nicht gut ist. So, 2 Blöcke haben wir noch. Wo ist der Teleporter? Der Teleporter ist da. So, dann gehen wir mal als nächstes in den oben links. Das war der da. Das ist die 3. Und hier ist 3a. So eine Minimap hätte ich mal gern bei Dungeon Master und bei Eye of the Beholder. Das wäre echt praktisch. Ah, da geht's wieder raus. Oben ist wieder eine Druckplatte. Ich will nicht all meine Blöcke verballern. Gucken wir uns mal ganz kurz um. Da lagen noch ein paar Steine rum. Oh, da können wir die hier in das Ding reinschieben. Das wäre natürlich noch besser. Wir schieben jetzt einfach mal den hier in Teleporter Nummer 3. Ha. Schick. Ja, manchmal innezuhalten, ein bisschen nachzudenken, hilft doch einiges. So, dann schieben wir schon mal provisorisch den hier in Teleporter Nummer 4. Der wäre hier. 4 und 4a. Das heißt, du musst da hoch. Nein, das war die falsche Richtung. Na gut, teleportieren wir dich mal kurz zurück. Drehen dich einmal. Können wir dich hier drehen? Müssen wir den kaputt machen? Also wir gehen jetzt darum. Ja, es entwickelt sich doch langsam zu einem Rätsel. So, jetzt schieben wir dich ein nach vorne. Gehen hier rum und schieben dich wieder in Teleporter Nummer 4. Und diesmal schieben wir dich richtig, nämlich Richtung Druckplatte, die da im Süden ist. So, so. Damit hätten wir jetzt alle 4 aktiviert. Aber die Falle ist immer noch da. Dafür ist da was aufgegangen? Das glaube ich doch irgendwie nicht. Bestimmt noch irgendwas übersehen. Aber gucken wir mal hin. Und unterwegs können wir auf jeden Fall darauf achten, ob noch irgendwo diese schweren Steinbrocken rumliegen. Die nehmen wir dann einfach mal mit. So. Ha, ne, hier scheint es echt weiterzugehen. Und jetzt ist auch das Ding ins Weg. Schön, schön. Dann verbraten wir mal ganz kurz, wo wir schon hier in der Nähe sind, unser weißes Mana-Dingens. Bei dem Altar. Ups. Bei dem Altar. Und, ja, für eine Heilung wird das reichen. So, zurück in den Hauptraum. Der war hier rum. Und dann schrumpfen wir mal den Riesen. Auch wenn es ihm Schmerzen bereitet. Er scheint drauf zu stehen.
den. Oh, ich habe jetzt den von der Druckplatte runtergeschoben. Das schieben wir mal zurück. Was für ein Heckmeck hier. So. Also, Riese, Würfel, Schrumpfen. Au, oh, nur sein Kopf wird geschrumpft. Ja, wir könnten jetzt nochmal ansprechen, aber das lassen wir einfach mal und gehen weiter. War da eine Ver... Achso, es war nur so ein Dingens. Leute, hier wäre eine unsichtbare Wand. Ein stabiler Block, den schieben wir erstmal. So lange wie es geht. Vielleicht brauchen wir den ja noch. Na gut. Dann bleibt... Ja. Was ist ein Dungeon ohne rollende Riesensteine? So, wo müssen wir lang? Das wissen wir nicht. Also gucken wir einfach mal nach rechts. Und haben Glück. Hier ist aber eine unsichtbare Wand. Und ein ekliges Krabbelding. Ekliges Krabbelding. Da. Jetzt können wir einfach dran stehen bleiben, wir sind hier eh schon vergiftet. Steht das wenigstens ein bisschen schneller. So, und da ist eine schöne Kiste mit einem Gegengifttrank. Trank der Ausdauer. Achso, es war nur so ein temporäres Ding. Das brauchen wir nicht. Jetzt haben wir hier noch einen Trank der Ausdauer und ein Gegengift. Schön, schön. Jetzt haben wir schon wieder vier. Das heißt, wenn wir demnächst mal wieder ein bisschen wenig Mana und Lebenspunkte haben, kann ich einfach ein Gegengift schlucken und dann pausieren und hochregenerieren. Dann sparen wir die restlichen Tränke. So, was haben wir hier Schönes? Noch ein Trank der Ausdauer. Wollen die uns damit vielleicht irgendetwas sagen? Also die Spieledesigner. Die denken ja schon recht häufig nach, bevor sie was machen. Also jedenfalls damals. Vielleicht helfen die Ausdauertränke ja, den Giften zu widerstehen, oder... aber wir haben schon recht viel Ausdauer. Und sind eh schon vergiftet, also... ja, momentan macht das keinen großen Unterschied. Aber wenn wir das nächste Mal entgiftet sind, können wir das ja probieren. So... den Stein können wir in die Ecke schieben. Also, schieb... Du bist schwach und unbeweglich. Ja, so ein Steinschieben ist anstrengend, vor allem wenn man vergiftet ist. Aber was mit den ganzen Steinen hier auf sich hat, verstehe ich auch nicht ganz. Sollen die einen nur aufhalten, oder? Ah, oh, da links geht's weiter. Nehmen wir doch mal den Hammer in die Hand. Und zerbröseln den stabilen Brocken. Geht hier gar nicht kaputt. Ah, doch. Hätte mich auch gewundert, weil bisher konnte man alle Brocken zerstören. Oh, da ist wieder so ein Baskenmützen-Assassine, der die lustigen Geräusche macht. Hut, 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 hut. Aber er kommt nicht an uns ran. Oh, da ist der Ausgang. Oh, schauen wir doch mal hier rum. Oh, da müssen wir uns mal wieder heilen. Ja, ja, langsam geht die Mana runter. So, dich schieben wir erstmal bis in die nächste Ecke. Da geht's auch nicht durch. Und ich höre ein ekliges Krabbelding. Ja, genau, du. Ah, nee, wir wollen nicht mit dem Hammer kämpfen, wir wollen mit Schwert und Schild kämpfen. Wir wollen zu dem Assassinen. Die hatten immer lustige Sachen dabei. Oh, und jetzt, wo es mir gerade auffällt, die Seelenverschmelzung ist endlich weg. Naja, und ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich wurde doch zu neugierig. Ich habe im Handbuch nachgeguckt, was der Zauber macht. Der Zauber macht eine Art Schutzschild. Also gegen physische Attacken war das, glaube ich. Und da gab es noch ein Gegenstück. Weg, 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 weg. Und dann gab es noch ein Gegenstück dazu, das halt vor magischem... Hallo? Das vor magischem Schaden schützt.
Warum sind hier so viele Steine? Ah. So, komm, roll vorbei, wir wollen die Truhe aufmachen. Also, plündern. Mana Young ist schon gut. Und wir wollen jetzt dadurch. Lasst uns dadurch. So. Das ist doch mal ein gemütlicher Platz und ein gemütlicher Zustand zum Speichern. LP 33.